Bei der Einteilung der Informatik geht man wie folgt vor. Man hat hier eine schöne Tabelle, die aus drei Zeilen besteht. In der Mitte die Zeile ist getrennt und wir haben unten als Unterbau die theoretische Informatik. Da geht es in der Hauptsache um mathematische Grundlagen. Dann haben wir die praktische Informatik und die technische Informatik. Bei der praktischen Informatik geht es um sowas wie Programmierung, Datenbanken, Betriebssysteme, also das, was man so ein bisschen als Software bezeichnet. Die technische Informatik würde man, da würde man Konstruktion von Rechnern einteilen und da geht es hauptsächlich um Hardware. So, und darüber die angewandte Informatik. Da geht es darum, um den Einsatz von Rechnern im täglichen Leben. Das, was man zum Beispiel in der Wirtschaftsinformatik lernt oder lehrt. Gibt es aber auch andere Zweige wie Bioinformatik oder so in die Richtung.